Caroline Krautwald, schönen guten Tag. Hi, hallo. Spielplatzfest hier in Willersdorf. Großzügig, also weitläufig, aber so ein bisschen hier könnte noch Verbesserung sein im Gelände. Ja, vollkommen richtig. Also wir haben einen Riesenspielplatz, der ist, finde ich, für 650 Einwohner, glaube ich. Oh Gott, sind wir jetzt? Ich hoffe, ich lüge nicht. Ist es wirklich ein wunderschöner Spielplatz? Es ist halt aber die einzige Stätte, an der wir uns treffen können hier im Dorf. Viel anderes ist halt leider nicht da und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mal in die Hand und spreche mal mit der Stadt und guck mal, dass wir doch so die Liebe zum Detail hier nochmal aufleben lassen und verbessern nochmal zwei, drei Dinge, so wie ein Sonnensegel über den Sandkasten zum Beispiel, eine Spielekiste, die wir auch jetzt schon bekommen haben, gefüllt mit Sandspielzeug, und dann wollen wir noch ein Podest bei die Seilbahn errichten. Ja, und die Hauptaktion eigentlich, die wir hier schaffen wollen, damit auch größere Kinder nochmal so ein bisschen was haben, wo sie bei Laune gehalten werden, ist ein Bodentrampolin. Ich weiß nicht, ob der Herr Dudek mal rüberschwenken möchte. Das wird dann da hinten in dem Bereich quasi hinter der Sandspielfläche errichtet. Das Gelände bietet sich ja natürlich auch an für so ein Großeltern-Enkelspielgerät. Das kenne ich gar nicht. Die gibt es im Teich, gab es hier mal im Frühjahr, weil ja oft die Großeltern auch mit den Enkeln auf die Spielplätze gehen. Es gibt also eine robustere Schaukel oder sowas. Ja, dann mache ich nochmal ein Fest. Ja, aber das bietet sich natürlich an. Ne? So hier ein bisschen auch für Generationen. Ja, genau, das ist halt wichtig. Also es ist halt schon für uns, wie eben schon gesagt, der einzige Treffpunkt, den wir haben, wo halt wirklich von jung bis alt alle zusammenkommen. Und wir hatten hier auch relativ wenig Bänke, also jetzt haben wir mehrere Sitzgelegenheiten, die haben wir auch jetzt im Zuge dieses Festes komplett. Also es wird wirklich die Einnahmen, die wir hier heute generieren, die werden komplett gespendet. Das heißt, die drei örtlichen Vereine, die mich unterstützt haben im Getränke- und Essensverkauf und auch im Kuchenverkauf, die spenden den kompletten Gewinn. Dann ist es auch so, dass wir noch eine Tür versteigert haben. Die ist uns von der Baugenossenschaft die haben die uns zur Verfügung gestellt, gestiftet. Die haben wir vorhin versteigert. Die ist für einen guten Preis weggegangen. Dann hatten wir im Vorfeld noch Sachspenden erhalten. Die haben wir zum Teil auch versteigern können. Also es ist doch einiges jetzt an Geld schon im Vorfeld auch zusammengekommen und heute über den Tag auch. Die Stadt Frankenberg wird auch was dazu geben. Genau, also ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Treffen mit der Stadt, wo ein Ansprechpartner hier vor Ort war. Mit der hatte ich ein Gespräch geführt und es ist so, dass die Stadt jetzt noch ein Restbudget offen hat für Neuinvestitionen. Wie hoch das ist, kann ich Stand heute noch nicht sagen, aber es ist so, dass wir wirklich für dieses Projekt noch Gelder von der Stadt bekommen, damit wir den Wunsch Bodentrampolin wirklich realisieren können und eventuell halt noch, wie eben schon gesagt, ein, zwei weitere. Jetzt ist Willersdorf durch die Straße geteilt. Es gibt ein Unterdorf. Ja, ein Oberdorf. Und ein Oberdorf, aber für die Kinder natürlich schwierig, im Moment die Straße zu überqueren, denn was an Verkehr hier durch die vielen Umleitungen durchläuft, ist nicht so ganz oben. Nein, ne? leider nicht. Also es ist halt schon so, dass man als Elternteil, also gut, meine Tochter ist jetzt ein Jahr, da spielt es gerade für mich noch keine Rolle, aber ich kenne es halt von meiner besten Freundin, die wohnen auch auf der oberen Hälfte und sie hat schon immer noch Sorge, den Jungen halt alleine loszulassen. Das heißt, man geht quasi mit an die Grenze und lässt sie dann halt rüberlaufen. Die Autos fahren halt zum Teil auch wirklich sehr schnell hier durch, ist ein Problem, aber ich hoffe, dass das in Zukunft vielleicht auch mal in Angriff genommen wird und ein Zebrastreifen oder ähnliches weg sein. Also wird es ruhiger, aber es ist Gott sei Dank noch nichts passiert, von dem her aktuell kein Handlungsbedarf. Das ist so auffällig, weil im Moment also eine Menge Fahrzeuge. Ja, auf jeden Fall, das ist so. Auch halt sehr, sehr viele LKWs, ne? Holztransporter, die hier durchfahren. Ja. Und das ist kein Verein, was Sie hier betreiben? Nein, ich bin. Es ist wirklich aus einer kleinen Idee entstanden. Ich wollte einen Sonnenschutz über den Sandkasten haben, weil es einfach viel zu heiß ist und gerne auch die Rutsche. Man sieht es ja, die ist eine Edelstahlrutsche, die halt sehr, sehr heiß wird im Sommer und das war mein Anliegen. Und dann war es sehr nett, da sind halt zwei Zuständige von der Stadt halt eben hergekommen. Wir hatten quasi eine Spielplatzbegehung und dann kommt man eben, wie es so ist, von Hölzchen auf Stöckchen und dann wird halt aus einer Idee ein Projekt. Und so kam das Ganze ins Rollen und da habe ich gedacht, gut, ich sammle halt jetzt mal Spendengelder über das Fest. Ja, und jetzt sind wirklich schon unglaublich viele Gelder zusammengekommen und der Wunsch wird
real, glaube ich. Und Sie sehen es ja selber gut. Im Frühjahr. Genau, das wird im, ja, wird im Frühjahr, wahrscheinlich März, April, wenn das Wetter wieder mitspielt, wird dann hier Großbaustelle und dann ist für ein paar Wochen halt mal die eine oder andere Aktivität eben nicht nutzbar. Auch Kinder und Bagger, das ist auch... Ja, genau, aber im Frühjahr. Und dann wird es vermutlich dann auch nochmal, so habe ich es mit der Stadt abgesprochen, nochmal ein kleines Fest geben, eben mit Kuchen- und Kaffeeverkauf und ein paar Getränke, wo wir dann eben diese ganzen neuen Geräte auch einweihen und wirklich den ganzen Geldgebern und Unterstützern dann auf dem Weg auch nochmal Danke sagen möchten. Kommst du in der Essenschau? Ja, schon klar. Ja, der ist ein Bauer. Also die Damen können mal winken. Ne, die Damen wollen nicht winken. Wollen nicht winken? Nein, die kann jetzt gerade nicht winken. Wenn ich jetzt winke, dann, nicht da, dann soll der Kuchen holen da. Das kannst du ja auch. Kann ja mit dem Kuchen winken. Ich komme gar nicht aufs Foto. Soll ich dir helfen? Nein. Guck mal, wollt ihr euch nicht da drüben bei dem, bei der Mama hinstellen? Da steht er ein bisschen im Trockenen. Guck mal, geht.